Wenn Arbeitgeber finanziert früher noch der Standort war, haben wir heute, wie gesagt, den Wandel zum Arbeitnehmer finanziert. Das ist auch für mich der ganz leichte Eintritt Unternehmen, Arbeitnehmer finanziert hat jeder, Arbeitnehmer finanziert kennt jeder. Ich kann es Ihnen auch sagen, da sucht fast jeder zu einer Optimierung und zu einer Verbesserung, das Ganze attraktiver zu machen für einen Arbeitgeber und für einen Arbeitnehmer. Weil glücklich sind die wenigsten damit mit dem, was sie bis jetzt haben. Und das Arbeitnehmerfinanzierte, das ist auch natürlich dann der Schlüssel zu mehr Liquidität und um das Ganze sehr variabel zu gestalten. Und wenn es mal ganz einfach die Chance, die sie daraus bietet, aus Arbeitgebersicht, kurz erläutere, dann müssen Sie sich vorstellen, der Mitarbeiter wandelt natürlich 1000 Euro, 100 Euro jetzt im Monat um, dann bleiben die 100 Euro erstmal im Unternehmen. Und Sie als Arbeitgeber sagen nur, lieber Mitarbeiter, ich gebe dir das später, ich gebe dir das in 20, 30, 40 Jahren, je nachdem, wie alt der Mitarbeiter ist. So, und dadurch, dass er das später kriegt, will natürlich der Mitarbeiter logischerweise ein bisschen mehr haben, da muss er einen Zins noch drauf versprechen. Das heißt, lieber Mitarbeiter, deine 100 Euro gebe ich dir in 30 Jahren, wenn es jetzt ein 37-jähriger Mitarbeiter ist, und ich verzinse das Ganze mit 2% oder 2,25, 2,5, 2, 3 Viertel, teilweise auch 3%, was ich für notwendig und was ich für sinnvoll erachte. Du kriegst die 100 Euro und zwar verzinst in 30 Jahren mit 2,5 oder 2,25%. Und das ist eigentlich schon der ganze Effekt und jetzt muss ich nur noch sagen, was bewirkt der Effekt. Im Ergebnis habe ich hier ein ganz langfristiges Darlehen. Ich habe 100 Euro langfristig über 30 Jahre als Darlehen erhalten. Ich habe es nicht bloß besonders langfristiges Darlehen, sondern ich habe es auch besonders zinsgünstig, weil ich habe das Darlehen zu einem Zins, zu einem langfristig gültigen Zins von 2,25% bekommen. Eben die, die ich festgesetzt habe, die ich als Arbeitgeber jetzt für angemessen, für fair, für sinnvoll, für attraktiv, für motivierend empfinde. Und das ist nicht bloß langfristig und günstig, das ist vor allem komplett sicherheitenfrei. Ich muss nichts verpfänden, ich muss anlegen, ich muss nichts übereignen, ich muss nichts garantieren. Das ist ein sicherheitenfreies Darlehen, das im Prinzip besichert ist durch die Leistungskraft von Unternehmen als solches. Das Unternehmen, das als solches auch erfüllt. Und das ist natürlich dann ein einfacher Weg zu Krediten ohne Basel II, weil das Geld, das da bleibt, kann jetzt mal nehmen und meinen Kontokorrentkredit tilgen. Oder einen Teil zumindest vom Kontokorrentkredit tilgen. Einen anderen Teil vielleicht am Kapitalmarkt in Sachwerten anlegen. Es ist natürlich auch ein einfacher und genialer Weg zur Mitarbeiterbindung, weil ich verzinse dem Mitarbeiter 100%, seine kompletten 100 Euro, nicht bloß 70. Ich verzinse ihn relativ großzügig mit 2,5%. Die 2,5% sind garantiert. Das heißt, eine wesentlich bessere Leistung, als er irgendwo anders kriegt. Und nicht bloß ein bisschen besser, sondern deutlich besser. Ja, und das ist natürlich auch ein Vorteil für den Unternehmer, für das Unternehmen und für den Arbeitnehmer. Das ist das, was wir auch in den Mitarbeiterversammlungen ganz transparent machen. Wir sagen, liebe Mitarbeiter, normal läuft es so an, du wandelst um, das Geld geben wir an die Versicherung, Versicherung nimmt sich Geld weg für Gewinne, für Provisionen, für Vertrieb, Außendienst und so weiter und ein Teil wird für dich angelegt. Wir machen es anders, das Ganze sparen wir uns von dem Gewinn und von den Provisionen und so weiter. Da kriegst du von unseren Arbeitgeber finanzierten Zuschuss. Einen Teil nehmen wir uns als Unternehmer und stärken damit das Unternehmen und die Arbeitsplätze. Und es ist auch gefördert. Der Unternehmer hat einen Vorteil, Arbitragegeschäft. Wenn er 2,5% zusagt, mehr damit erwirtschaftet und sei es nur, indem er den Konkurrent tilgt und sich 10% Zinsen spart, verdient er was dran. Der Mitarbeiter hat eine Verzinsung vom ersten Euro. Der profitiert. Das Unternehmen, im Unternehmen bleibt das Geld. Auch wenn ich es anlege, hier in einem geschlossenen Fonds, am Kapitalmarkt, wo auch immer, an das Geld komme ich doch immer wieder ran. Ich kann es beleihen, ich kann es kündigen, ich kann es verkaufen, irgendwann wird es fällig. An der Versicherung komme ich nie mehr ran, bis zum 65. Also hat jeder was davon und ist ein Betriebsgestaltungsinstrument. Für einen Berater ist das Schöne, er hat ein stornofreies Beratungsfeld. Er bringt eine Leistung, er bringt eine Beratung, die wird transparent honoriert. Kostet das und das und das Geld hat er auch verdient. Ob der Mitarbeiter nach 2 oder 3 Jahren ausscheidet, er hat seine Beratungsleistung erbracht. Die wird dann nicht rückgängig gemacht. Und aus Arbeitgebersicht ist das natürlich das günstige, langfristige Darlehen
eine Chance für Arbitragegeschäft, indem ich einfach schaffe, mehr zu erwirtschaften als die 2, 2, Viertel, 2,5, die ich zugesagt habe, mache ich hier einen Profit, habe im Prinzip Vorteile und habe noch weitere Vorteile, dass das Geld ja nicht abgeflossen ist. Das ist in meiner Sphäre, über die ich verfügen kann. Aus Arbeitnehmersicht ist im Ergebnis genauso einfach. Ich habe eine Verzinsung vom ersten Euro an. 100 Euro werden sofort verzinst. Ich habe in der Regel auch einen höheren Zins oder einen tendenziell höheren Zins. Ich habe in der Regel auch eine Förderung durch den Arbeitgeber. Warum? Weil sich der Arbeitgeber das leicht leisten kann, weil der Arbeitgeber irgendwas damit erreichen will.